Kompressionsstrümpfe. Ab jetzt in Ihrem Sanitätshaus Rahmer. Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Neujahrsempfang in Brühl. Und ich freue mich, dass heute wirklich sehr viele Menschen hierher unserer Einladung gefolgt sind und wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches neues Jahr, gute Gesundheit und viel Anlass zur Freude und Zufriedenheit. Lenken wir zunächst beim Thema sozialer Fortschritt unseren Blick auf einen Bereich, wo Engagement dringend gebraucht wird und wo rasch spürbar wird, was wir mit unseren Möglichkeiten selber erreichen können. Ich spreche vom Sozialengagement. Es gibt immer wieder Menschen in unserer nächsten Umgebung, die Hilfe brauchen. Es darf uns aber optimistisch stimmen, dass die Bereitschaft zur Hilfe in Brühl am nächsten wächst. Gerade bei uns gibt es erfreuliche Beispiele gelebter Nachbarschaftshilfe. Viele packen mit an, wenn es darum geht, Mitmenschen beizustehen, die es nötig haben. Und so entsteht im besten Sinne eine Bürgergesellschaft, die nicht vom Egoismus, sondern von gegenseitiger Zuwendung gekennzeichnet ist. Unsere Gesellschaft braucht das dringender denn je. Deshalb gebührt all denen Respekt und Dankbarkeit, die in unserer Gemeinde diesen Zusammenhalt stärken, indem sie sich für andere einsetzen. Sie alle tragen mit ihrem Einsatz zum lebendigen Miteinander bei, ohne den eine Gemeinde nicht auskommt. Das ist gut und es macht auch mich stolz. Lassen Sie mich daher mein zweites Dankeschön an diesem Morgen an alle, die Mitbürgerinnen und Mitbürger richten, die zum Funktionieren dieser Gemeinschaft ihren Teil beitragen, an alle, die nicht gleich nach Hilfen behördlicher Instanzen fragen, sondern für die der Gedanke des eigenen Handelns für andere im Vordergrund steht. Herzlichen Dank. Sie alle Sterne sind ohne Schein, komm aus der Ferne, sei wieder mein. Dunkle Nächte denk ich an dich, doch meine Stimme, du hörst sie nicht. Die Welt ist entgegen aller Erwartungen auch nicht untergegangen, und so bleibt mir wieder die angenehme Pflicht, Sie alle namens der Interessegemeinschaft Brühler und Rohrhofer Vereine und im Namen meines Stellvertreters Ralf Schwarz ebenfalls im neuen Jahr 2013 recht herzlich willkommen zu heißen. Wobei die Zahl 13 als Glückszahl und nicht als Unglückszahl zu bewerten ist. Der Umstand weniger Böller, dafür mehr Alkohol und Randale schien mir jedoch kein erstrebenswerter Einstieg sein. Verehrte Gäste, das vergangene Jahr verlief eher gemäßigt und war nicht von Katastrophen oder Hiobsbotschaften geprägt wie das Jahr zuvor. Wir richteten unser Augenmerk auf die sehr spannende Präsidentschaftswahl in den USA, auf die menschenverachtende Industrieausbeute in China, die Unruhen in Nahost und das barbarische Abschlachten in Syrien und auf die immer wieder von Hungersnöten geplagten Menschen, meist sind es wehrlose Kinder in den gefährdeten Gebieten. Doch auch vor unserer eigenen Haustür erlebt man, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Deshalb war es von höchster Wichtigkeit, dass im Laufe des Jahres eine beachtliche Anzahl an Geld- und Sachspenden von unseren Vereinen, Parteien, Gewerbetreibenden, Geldinstituten sowie verschiedenen Gruppen und Personen für wohltätige Zwecke gespendet wurde. Dafür an dieser Stelle unser allerherzlichster Dank. Unser Bürgermeister wurde bei der Brühler Fischerfest-Ersatzveranstaltung hier in der Festhalle bei neuem Wein und Zwiebelkuchen vom Moderator, dem lustigen Hessen, aufgefordert, das Partnerlied
auf einem Jagdhorn zu spielen. Das Ergebnis war niederschmetternd. Nicht einen Tut bekamen wir zu hören. Dies soll sich nun ändern. Aus diesem Grunde bekommt er von uns, den Brühler Jagdhornbläsern, ein gut eingespieltes Jagdhorn überreicht, um seinen enormen Blasdefizit zu revidieren. Verbunden mit 5 Unterrichtsstunden bei den Jagdhornbläsern. Um im nächsten Jahr hier an gleicher Stelle vorzuspielen. Ein Könchen war es, das üben wir noch. Ein herzliches Dankeschön natürlich, Wolfram Kurte als Schwarz, für dieses originelle Geschenk. Und Frau Fiederer ist ja da, sie kann mir dann Unterricht geben. Ja? Und sie sich gut versorgt fühlen dürfen, dazu hat eine Frauschaft unter der Leitung meiner Mitarbeiterin Frau Dagmar Braun beigetragen. Sie hat auch ein Programmheft zusammengestellt, das Sie auf den Tischen finden, das wichtige Termine enthält und das Sie gerne mit nach Hause nehmen dürfen. Also in diesem Jahr hatte auch ich wieder die Möglichkeit, als Vereinsvertreter, Vorsitzender, ein paar Worte beim Neujahrsempfang in Brühl zu sprechen. Und wir haben dieses Jahr sehr viele Jubiläen. Das heißt, von der Gemeinde her gesehen, von der Kirche her gesehen und auch von den Vereinen. Und meine Rede habe ich auch ein Hauptaugenmerk verliehen. Einmal die junge Generation, dass die junge Generation auch durchaus in der Lage ist, in Vereinen sich einzubringen und auch wichtige Rolle zu spielen und auch die Alten im Verein, in den Vereinen. Und habe auch darauf hingewiesen, dass die Alten wertvolle Stützen und Säulen für Vereine sind, die ihr Wissen weitergeben können. Und auch für sie selbst ist es für Körper, Geist und Seele sehr wichtig, wenn sie sich im Verein betätigen. Deswegen habe ich auch die Aufforderung ausgesprochen, sie sollen zu ihren Vereinen gehen und sollen ihren Vereinen treu bleiben, solange es geht und solange es möglich ist. In diesem Sinne habe ich allen ein frohes, glückliches neues Jahr gewünscht. Danke. Auch wir vom Jugendgemeinderat Brühl wünschen den Bürgerinnen und Bürgern von Brühl ein frohes neues Jahr. Wir bedanken uns für die schöne Zusammenarbeit und hoffen auch, dass es im nächsten Jahr so bleibt. Also mit diesen ersten Tönen auf dem neuen Jagdhorn darf ich mich bei allen, die heute da waren, ganz herzlich bedanken. Es waren über 400 Leute, der bestbesuchte Neujahrsempfang, den wir je hatten hier. Dass es hier doch auch harmonisch zugeht in Brühl und Rohrhof, das hat sich heute Morgen gezeigt. Und das musste ja nicht unbedingt so sein, wenn man an das schwierige Thema Geothermie denkt. Aber heute Morgen war eine große Harmonie hier im Festsaal zu spüren. Und ich glaube, dass wir in Brühl als attraktive Gemeinde so gut vorankommen, wenn wir gemeinsam für unsere Ortschaft, für Brühl und Rohrhof arbeiten. Regionalfernsehen war gestern. Heute ist Michael TV. Das Videopodcast-Portal im Internet. www.michael.tv